Kurz vor Promi Big Brother, Alfonso gönnt sich Beauty Urlaub. Alfonso Williams, 56, ist ein gute Laune-Garant auch im Promi Big Brother Haus. Vor wenigen Tagen zog der einstige DSDS-Gewinner in den TV-Container ein. Dort sorgt er von nun an mit seinem sonnigen Gemüt für einen Lacher nach dem anderen. Beinahe wäre es jedoch gar nicht zur geballten Ladung Happiness gekommen, Alfonso hat sich vor seinem Einzug extra unters Messer eines Schönheitsdogs gelegt, da ihm eines wortwörtlich im Nacken saß und dadurch mächtig aufs Gemüt schlug. Aufmerksamen Fans ist es vermutlich nicht entgangen, dass Alfonso kleine Hautknubbel am Hinterkopf hatte. Die sogenannten Keloide sind wulstartige über das Hautniveau erhabene Gewebswucherungen, wie Starchirurg Dr. Werner Mang, 68, der Bild erklärte. Und die gingen für den 56-Jährigen offenbar gar nicht. Keloide sehen nicht schön aus, Betroffene leiden häufig unter den hässlichen Geschwulsten. Bei Alfonso hatten sich mehrere Keloide gebildet, die wir chirurgisch entfernt haben, erläuterte der Mediziner. Der Eingriff verpasste Mr. Bling Bling ein breites Grinsen, nach dem Eingriff war Alfonso wieder gewohnt gut drauf und bereit für sein Promi-Baby-Abenteuer. Sind euch die Keloide am Hinterkopf jemals aufgefallen? Stimmt ab!